Hallo, ich bin Anna Bilic, Autorin, und ich stelle meinen neuen Roman vor. Mein Name ist Monika. Bevor ich was aus dem Buch lese, ich möchte ein paar Worte zum Buch sagen. Die Geschichte über Monika hat eine lange Geschichte. Ja, also der Roman basiert auf einem Theatertext, der 2008 den Exil-Literaturpreis gewonnen hat, in der Sparte Dematiker-Preis, verliehen seitens Christa Stippinger, Hans Escher und Bernhard Studler. 2009, also ein Jahr danach, wurde der Theatertext uraufgeführt in Wien im Theater Akzent. 2016 erschien der Roman in der Buchreihe Kroatisch leicht als didaktisches Werk zum Lernen Kroatisch als Fremdsprache. Und endlich 2020 ist der Roman in deutscher Sprache erschienen. Das Cover hatte Danilo Wimmer entworfen. Und jetzt möchte ich etwas aus dem Buch lesen. Guten Tag. Es freut mich, dass Sie das Buch aufgeschlagen und beschlossen haben, mich kennenzulernen. Da wir uns nicht sehen können, stelle ich mich gleich vor. Mein Name ist Monika Dakić. Ich bin im Alter von, auf jeden Fall, ich bin volljährig. Von Beruf Sekretärin, Chefsekretärin. Ich arbeite bei einer Wiener Versicherungsfirma und... Nein, bitte denken Sie jetzt nicht, dass ich verrichte eine gewöhnliche Arbeit. Nein, die Sekretärin eines Chefs zu sein, ist ein sehr abenteuerlicher Job. Die Rolle der Sekretärin ist die einzige nicht anerkannte Rolle der Frau. Denn sie besteht nicht mal 100 Jahre. Die anderen Rollen sind schon bekannt und anerkannt worden. Ehefrau, Mutter, Köchin, Dienstmädchen, Hure und Heilige. Die Rolle der Sekretärin ist modern und intrigant. Sie ist das Cocoon des weiblichen, hochentwickelten Bewusstseins. Wie sich die Frau weiterentwickeln wird, das sehen wir in den nächsten 1000 Jahren. Ich sehe folgendermaßen aus. Wenn der Leser ein Mann ist, hier die Beschreibung meiner Person. Große Blondine, Maße 90-60-19, lange Beine, lüsterne Lippen, neugierig, für alles bereit, auch gebärfreudig, wenn er das will. Wenn der Leser eine Frau ist, das ist die Beschreibung. Flach wie ein Bett, unattraktiv, intelligent, unterschätzt, Vater ein Schlappschwanz, Mutter eine starke Persönlichkeit. Wenn der Leser ein Kind ist, bitte nehmen Sie ihm das Buch weg. Es ist nicht für Kinder geeignet. Wenn der Leser ein Literaturkritiker ist, dann bitte das Kapitel Nachwort für Literaturkritiker am Buchende aufschlagen. Da steht, was ich mit so einem Buch eigentlich sagen wollte. Wenn Sie nicht davon begeistert sind, was ich bis jetzt geschrieben habe, dann wenden Sie sich an die Frau Anna Bilic. Sie hat mich beim Schreiben gecoacht und am schlechten Anfang trägt sie alleine die Schuld. Ich bin in Zagreb geboren, in Kroatien. Das ist eine von jener neuen Staaten auf dem Balkan und hatte die Form eines Gipfels. Da ich in Österreich lebe, von der Form her eine Keule, bin ich herkunftsmäßig eine Ausländerin. Wir hier in Österreich sagen Ausländer bzw. Ausländerin, aber solche Ausdrücke gibt es in Kroatien nicht. Dort gibt es nur den Ausdruck Gastarbeiter. Das ist ein alter, überholter Ausdruck. Wir sind nicht in Österreich zu Besuch. Wir leben hier und integrieren uns. Bis zum Tod. Ich meine, wir leben bis zum Tod und integrieren uns, bevor wir sterben.
Ausländer zu sein ist sehr interessant. Durch den Ausländerstatus haben sich viele Fragen in meinem Leben aufgetan. Manche haben sich auch geschlossen, da ich sie absolviert habe. In Lebensfragen öffnen sich bei manchen Menschen durch Ehe, bei manchen Menschen durch Familie, bei anderen durch Kinder, bei dritten durch Liebe, bei vierten durch Misserfolg. Bei mir haben sie sich durch den Aufenthaltsort aufgetan. Aber sie sind immer gleich. Alle laufen auf die existenziellen Fragen hinaus, egal was man durchgemacht oder wo man gesteckt hat. Ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder. Ich lebe. Was ist jetzt? Wer ruft dann am Festnetztelefon? Mein Chef. Guten Abend, Herr Berger. Natürlich bin ich zu Hause. Sie haben mich gerade zu Hause angerufen, nicht wahr? Sind unsere Geschäftspartner schon gekommen? Nein? Ja, ich komme 9:50. Eine halbe Stunde früher soll ich kommen, damit ich mit dem Ober unser Menü noch einmal durchgehen kann? Mein Job? Den Kellner zu befehlen, was sie zu tun haben? Ja. Ich komme so schnell wie möglich und dann wechsle ich ein Wörtchen mit dem Ober. Gut? Das war nur ein Scherz. Natürlich. Selbstverständlich. Wiederhören, Herr Berger. Heute Abend haben wir ein Geschäftsabendessen mit Leuten aus Kroatien. Der Chef will ihnen Versicherungslizenzen verkaufen und ist sehr angespannt. Wo sind wir stehen geblieben? Ah ja, bei mir. Mein Name ist Monika. Ja. Aber das war eine Zeit lang nicht so. Ich habe meinen Namen geändert. Habe gesagt, dass ich Monique heiße. Das war, als ich in Ägypten war, vor ein paar Jahren. 3 Wochen. Die Reise hatte der Verein für Singles in Österreich organisiert. Mit einer Gruppe von 20 Leuten, alle wie ich. Eigentlich wollte ich so eine Reise nicht machen. Ich habe schon jegliche Liebesbeziehungen aufgegeben. Aber mein Freund Satif, der mich sonst Monique nennt, und der immer sagt, dass ich dafür geschaffen bin, in einer Beziehung zu leben, hat mich dazu überredet. Er hat gesagt, Monique, du solltest das Ausland wechseln. Dieses hier ist nicht gesund für dein Liebesleben. Und was mache ich dort, frage ich ihn. Sei nur du selbst, so wie ich dich kenne. Sei Monique. Und so habe ich gesagt, dass ich Monique heiße. Keiner hat mir geglaubt, dass ich aus Kroatien komme. Eine Monique kann nicht aus Kroatien kommen. Und so haben sich gleich 3 Machos an mich geheftet, die sonst nur Schlampen aufreißen. Voriges Jahr war ich in der Türkei. Ich habe gesagt, dass ich aus Frankreich komme. Monique, das klingt französisch. Ich habe nichts mit Frankreich zu tun, außer dass ein Cousin meines Opas in Nizza erschossen wurde, nachdem er aus dem Gefängnis im alten Jugoslawien geflüchtet war. Nicht als politischer Dissident, sondern als Wirtschaftsdissident. Er war ein Dieb. Noch dazu hat mich Satif zugeredet, ich soll Deutsch mit französischem Akzent sprechen. Und ich, doof wie ich bin, habe das auch getan. Und ich habe einen sympathischen Mann kennengelernt, Ausländer wie ich, lebt in Deutschland, stammt aus Russland. Was er von Beruf ist? Professor für französische Sprache. Und dass wir Französisch sprechen können, weil, wenn ich will, mir fällt es sicher leichter, in meiner Muttersprache zu reden. Ich musste jetzt eine Zigarette anzünden. Diese Erinnerung macht mich verstimmt. Am schwierigsten war es für mich bei der Namensänderung von Monika zu Monique, dass ich meine neue Identität als fremd empfunden habe, als ob ich über eine wildfremde Person geredet hätte und nicht über mich selbst.
was nicht ungewöhnlich ist. Ich war nicht mal mit meiner normalen Identität im Klaren. Und noch dazu habe ich einen neuen Namen angenommen. Aber ich habe gedacht, wenn für die anderen mein Name natürlich klingt, akzeptieren sie mich schneller und sie werden mich lieben. Aber so ist es nicht, nein. Deswegen habe ich beschlossen, Monika zu bleiben, nicht Monik. Nur für Sativ. Auch für meinen Chef nicht mehr. Er ist kein Freund von mir, für ihn bin ich nur Frau Dakic, sowohl privat als auch geschäftlich. Von heute an ein neues Blatt. Das alte lassen wir es verbrennen. Was? Wieder das Telefon? Guten Abend noch einmal, Herr Berger. Nein, mein Handy hat nicht geläutet. Ja, Ihre CD mit der PowerPoint-Präsentation habe ich Ihnen gestern zurückgegeben, nachdem ich sie kopiert hatte. Nein, ich habe sie Ihnen zurückgegeben, ganz bestimmt. Das war nach 11 Uhr. Punkt 11 Uhr und 18 Minuten. Ja, hundertprozentig. 11 Uhr und 18 Minuten. Ich soll die CD mitbringen? Fürs Abendessen? Sicherheitshalber natürlich. Vielleicht fällt unserem Geschäftspartner während des Abendessens ein, eine PowerPoint-Präsentation zu verlangen. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nein, ich kann mein Handy momentan nicht finden. Ja, ich melde mich. Auf Wiederhören. Ja, das Handy, wo ist es? Ich muss es in der Tasche gesteckt haben. Lass mal sehen. Diese Tasche ist doch zu groß. Ich muss sie immer durchwühlen. Aber wenn ich mir eine kleine nehme, dann ist kein Platz für alle Sachen. Mode ist eine witzige Sache. Was soll's? Wir haben Zeit. Ich schenke mir ein bisschen Wein ein. Ich habe Durst. Sie können das auch tun, zur Entspannung. Ich nehme an, dass Sie dieses Buch nicht während der Arbeitszeit lesen. Das wäre kriminell. Ja, die Mode. Die Mode ist die einzige Sache, die sich ständig ändert. Wenn sie sich nicht ändert, ist sie keine Mode mehr. Das Ding heißt dann altmodisch. Jedes Mal, wenn sie sich ändert, und sie ändert sich jede Saison, fühle mich irgendwie blöd. Ich wundere mich nämlich, wie man auf so ingeniöse, modische Lösungen kommt, welche eben da für meine Nase geschlafen haben. Alle diese neuen Farb-, Form- und Stilkombinationen. Und ich habe sie nicht gleich erkannt und nicht richtig finanziell steuern können. Und so muss ich jede Saison ordentlich zahlen. Denn das macht eine Frau zum guten Sekretärin. Geschicklichkeit und ein guter Geschmack. Ein männlicher, guter Sekretär soll wie ein Butler aussehen. Seriös und überholt. Eine gute Sekretärin wie eine animierte Dame. Aber ich protestiere nicht. Da zeigt die Mode ihre guten Seiten. Ich bleibe ich, obwohl ich wie eine animierte Dame aussehe. Die Kleidung kann Ihnen jede Rolle ermöglichen. Sie kann Ihnen anscheinend eine neue Identität geben. Je nachdem. Das ist sehr gut für die überhaupt keine Identität haben. Darum hat die heutige Mode so viele Ideen, Labels, Ausdrücke, Stile, Richtungen, Zusammensetzungen, Mischungen. Eben für Leute mit der ärmlichen Identität. Für jene, die sich nicht so sehen wollen, wie sie sind. Dafür braucht man eine große Maschinerie. Aber heute ziehe ich mir für das Geschäftsessen etwas Besonderes an. Ich werde übrigens die einzige Frau in der Runde sein. Ich ziehe mir etwas Gelbes an. Diese Farbe ist provokative. In Zagreb nennt man ein Irrenhaus im Vorort Vrapče das Gelbe Haus, weil das Gebäude dieser berühmtesten inneren Anstalt einst gelb gestrichen war. Heute zeige ich mich ein bisschen verrückt. Mein Chef ist schon verrückt geworden, jetzt brauchen wir nur noch seine Frau anzurufen, dann sind wir alle ganz schön verrückt.
Sie trinken keinen Wein. Wenn er Ihnen nicht schmeckt, machen Sie sich ein Bier auf. Heute, ja, heute spiele ich eine Übersetzerin vor. Mein Chef kann kein Kroatisch, sein Deutsch ist auch schlecht und daher übersetze ich. Bezahlung für Überstunden. Sonst würde ich nicht kommen. Entweder soll er sich eine Übersetzerin leisten oder allein mit seinem Englischen durchkommen. Er musste mich schön darum bitten und fein zahlen. So war es früher nicht. Was ich nicht alles gemacht habe als Sekretärin, und zwar gratis. Sogar für den Pudel seiner Frau habe ich Termine beim Hundefriseur ausgemacht. Ich habe die vergessene Jause für seine Kinder in die Schule gebracht. Warum? Sie sind unersetzbar, Frau Dakic. Für Sie, so intelligent und so geschickt, das ist nichts. Das hat mir sehr gefallen, das muss ich zugeben. Ich war jung, unerfahren und wenn jemand dir sagt, ich schätze Sie sehr, das ist so, als ob man eine Leiche, ein Lebenselixier verabreichen würde. Ich habe alles mit Leichtigkeit erledigt, organisiert, vorbereitet, ausgemacht, vermittelt, verschwiegen, geschluckt und gelächelt. Und zwischenmenschliche Beziehungen studiert. Besonders mit dem Chef. Dass er mein anderes Sein aufgrund meiner Herkunft akzeptiert hat, habe ihm als ein großes Plus an Menschlichkeit angerechnet. Ingrid hat mir einmal gesagt, weißt du, Monika, es gibt kaum ein Land auf der Welt, das Ausländer mag. Die Ausländer werden wie Außerirdische behandelt, als ob sie drei Köpfe hätten. Angst zu unterdrücken und einem Außerirdischen zu sagen, willkommen, ist nicht jedermanns Sache. Darüber wollte ich nicht nachdenken. Von lauter Sorge habe ich mich so gefühlt, als ob ich wirklich, wirklich drei Köpfe gebraucht hätte. Und mein Chef hat seine Offenheit gezeigt, wenn ich etwas verpatzt habe. Und wer würde ihn dann nicht schätzen und für ihn alles machen? Später hat mir Alice gesagt, dass der Chef mich angestellt hat, weil ich große Titten und lange Beine habe. Dass bisher alle seine Sekretärinnen mit solcher Ausstattung waren. Ich habe kühl erwidert, dass er mich angestellt hat, weil ich intelligent bin. Und Sie? Ah, das ist nichts Persönliches. Das ist ein Männerprinzip. Sie nehmen an eine Frau zuerst Titten und Beine wahr, sagen Statistiken. Ich habe ja gesagt, dass ich die Männer nicht verteidige, aber dass alle Statistiken lügen. Und Sie? Ja, Männer mögen auch intelligente Frauen, wenn sie große Titten und lange Beine haben. Tja, aber trotzdem, prosten wir Ihnen zu. Auf die Frauen. Mögen Sie 100 Jahre leben. Das ist aber kein besonderes Prost. Ich meine, Frauen leben sowieso länger als Männer. Zumindest in meiner Familie. Meine Oma Tika ist 93 Jahre alt. Tante Sophia ist 88 Jahre alt geworden. Die älteste Schwester meiner Mutter ist schon 85. Die Männer dagegen? Onkel Beuys war 59, als er gestorben ist. Mein Opa Ivo hat mit 64 den Löffel abgegeben. Mein Onkel Silvio hat mit 49 ins Gras gebissen. Im Durchschnitt sind die Frauen in meiner Familie viel widerstandsfähiger als die Männer. Die Männer sind wie Blümchen. Sie werden krank vor Jobsorgen, trinken zu viel, essen wie Schweine, werden verschroben oder vergessen, Medikamente zu nehmen. Frauen sind auch nicht immun dagegen, aber durchschnittlich wehren sie sich besser. Ihre einzige Qual sind die Depressionen. Damit haben sie Vorrang von den Männern. Sie sind körperlich okay, aber Emotionen, eine Todesqual.
Meine Tante Boba kocht jeden Samstag am Grab ihres geliebten Goyen das Gulasch für ihn. Meine Nichte Sanja hat sich eine Tanzstange anfertigen und im Wohnzimmer einbauen lassen. Romana, meine Cousine mütterlicherseits, sonst eine Angestellte, schreibt ein Buch über Kommunikation mit Vögeln. Meine Oma Biba bespuckt gerne Leute und stellt sie dann mental zurückgeblieben vor. Und warum? Sie ignorieren alle ihre verpassten Entscheidungen und bemerken nicht, wie sich das auf ihre Gesundheit auswirkt. Zum Schluss, nachdem schon die Nachbarskinder ihnen die lange Nase gezeigt haben, werden sie unsicher. Sie gehen zum Psychiater. Eigentlich zuerst zum Psychologen, dann zum Psychiater. Er sagt ihnen, dass sie unter Depressionen leiden. Sie verfallen daraufhin in eine noch größere Depression, weil sie nicht bemerkt haben, dass sie Depressionen haben. Die Frauen in meiner Familie vergessen das, was sie jahrelang hartnäckig und gründlich gemacht haben, dass sie alle ihre von Gott gegebenen Bedürfnisse negiert haben. Sie vergessen, dass der Preis für ihre Selbstignoranz bezahlt werden muss. Mir tun meine Frauen leid. So gescheit und verhalten sich so dumm. Ich meine, ich werfe ihnen ihr Verhalten nicht vor. Ich bin auch eine Frau in dieser Familie. Ich komme auch an die Reihe. Trinken wir noch einen Schluck. Ja. Warum quält mich diese Frage? Da gibt es eine große unlogische Sache. Dieser Wein ist echt gut. Also ich erkläre es. Es ist wissenschaftlich bewiesen worden, dass Mädchen durchschnittlich intelligenter sind als Buben, schneller lernen, das Gelernte schneller anwenden und in neuen Situationen schneller zurechtkommen. Im Gymnasium werden Mädchen emotional, mental und körperlich reifer als Buben. Sie lesen mehr, haben einen größeren Interessenhorizont, entwickeln schneller ihre Talente und Fähigkeiten. Sie finden sich in Beziehungen besser zurecht und in der Deutung dieser Beziehungen. Im Studium sind sie im Durchschnitt besser als Jungs, legen Prüfungen schneller ab, erlernen einen riesen Lernstoff leichter, sind an Diskussionen und an Polemiken mehr interessiert. Sie schließen das Studium ab und dann flop. Sie werden Hausfrauen, gebären und schweigen. So ist es in meiner Familie. Sie sind im Job schlecht bezahlt. Sorgen sich darum, was die Familie ihres Mannes über sie denkt. Sie laden unerwünschte Gäste zum Abendessen ein. Unglaublich. Als ob ihnen jemand ihr Gehirn ausgesaugt und den Kopf mit Stroh ausgestopft hätte. Die Ausnahmen unter den Frauen, die ein freies sexuelles Leben führen und im Job immer etwas zu sagen haben, das sind hysterische Emanzen. Sprich, meine Cousine Marina. 5 Ehemänner, immer einen Liebhaber an der Seite. Für meine Familie ist Marina ein Schimpfwort. Und so frage ich mich, wie kommt es dazu, dass sich diese brillanten Frauen in ihr Gegenteil verwandeln? Dass sie so passiv ihre Umwandlung annehmen, als ob es sie nichts angehen würde. Was passiert mit ihnen? Ich habe ein bisschen nachgegrübelt, ja. Handelt es sich dabei um von der Gesellschaft ungeschriebene Normen? In der Art, der Platz der Frauen ist bei ihrem Mann und das muss respektiert werden. Die junge weibliche Generation in meiner Familie respektiert ihre Freiheit sehr. Frauen wissen sehr wohl, was es heißt, unter dem Joch eines Mannes zu leben, durch ihren Vater. Sie haben Einsicht in die Problematik. Liebe? Nach dem Spruch, Liebe macht blind und man weiß nicht, was man tut? Aber warum wirkt die Liebe nicht auch so auf die Männer?
Sie nehmen das bekannte Klischee nicht als selbstverständlich an, drei Arbeiten gleichzeitig zu erledigen, sich um den Haushalt, um die Kinder und um den Job zu kümmern. Sogar nicht in einem ungleichen Ausmaß. Handelt es sich da um das biologische Bedürfnis, ein Nest aufzubauen, wo eine Frau ihre Nachkommen in aller Ruhe großziehen kann? Was heißt das? Sind wir Tiere? Und seitdem in den Frauenköpfen in meiner Familie ein Alien eingenistet hat, fallen sie in Depressionen. Das ist logisch. Mich interessiert, warum es zu diesem Klick kommt. Ich weiß nicht, warum. Wenn Sie es wissen, bitte melden Sie sich bei mir. Jede Hilfe ist willkommen. Auch Männer können mir schreiben. Schicken Sie mir einen Brief und ich veröffentliche ihn in meinem nächsten Buch, damit wir uns alle fortbilden können. Aber ich habe nichts gegen Männer. Ich befinde mich gerade in einer Liebesbeziehung mit einem Chinesen. Er ist anders als alle meine Beziehungen bisher, aber ich bin aus meinen Vorstellungen über eine erfolgreiche Liebesbeziehung hinausgewachsen. Ich bin jetzt für Experimente bereit. Und mein Chinese ist ein Experiment. Nicht, weil er ein Chinese ist, sondern weil er sich in den Kopf gesetzt hat, mich himmlisch glücklich machen zu wollen. Gott weiß warum. Das kann eine karmische Sache zwischen ihm und mir sein. Er hat wahrscheinlich in seinem früheren Leben diejenige glücklich zu machen verpasst, deren Seele ich jetzt in mir trage. Und jetzt er muss mich wunschlos glücklich machen, ob ich das will oder nicht. Das ist scheinbar seine Berufung und ich bin scheinbar seine Erfüllung. Was ist das? Mein Handy läutet. Oh ja, stimmt. Wo ist es? Wo bist du, Schätzlein? Ah, da bist du ja. Dakic, guten Tag. Oh, Sie sind es, Herr Tomic. Sind Sie in Wien eingetroffen? Noch immer an der Grenze? An welcher Grenze? Es gibt keine Grenzen mehr. Ach so, an der ehemaligen Grenze. Echt? Kein Scherz? Aber wie konnten Sie Ihre Brieftasche vergessen? Aha, Ihre Frau ist daran schuld. Aber ja, weil Ihre Frau Ihnen eine Einkaufsliste gegeben und erklärt hat, was Sie in Wien kaufen sollen und Sie dadurch so verwirrt sind, dass Sie Ihre Brieftasche vergessen haben, dann ist sie wirklich daran schuld. Ja, die Frauen, die sind wirklich schrecklich. Naja, wenn Sie und Herr Horvath nicht da sind, dann können wir auch nichts tun. Ja, kann passieren. Ich sage es meinem Chef. Und ich sage Ihnen morgen, wenn die nächste Besprechung möglich wäre, ich kenne nicht alle Termine auswendig. Ja, ja. Ach, mein Gott, es kommt vor. Ja, es kommt vor. Gerne. Auf Wiederhören. Gut. Das haben wir erledigt. Kein Abendessen. Ich melde mich noch kurz beim Chef. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.